Hallo Freunde, herzlich willkommen mal wieder hier zurück auf meinem Kanal. In der letzten Folge sind wir in der Shinra-Villa wieder eingekehrt und versuchen dort eine mysteriöse Stimme zu analysieren, wo die herkommt und ob das sich dabei um Geist handelt oder nicht. Wir hatten in der letzten Folge dann schon gegen Hojos Prüfungszeug da uns ein bisschen durchgeschlagen. Ich weiß gar nicht mehr, hatten wir davor noch was gemacht? Ich komme gerade echt nicht mehr drauf. Sei es drum, wir müssen jetzt die Stimme ein bisschen analysieren und dann haben wir hoffentlich hier wieder eine der Nebenstories abgeschlossen. Und mal gucken, was er sagt. Der gute Ich habe euch schon erwartet, meine Versuchsobjekte. Diesen besonderen Prüfungsraum dürfen nur einige wenige von mir höchstpersönlich auserwählte Individuen betreten. Ihr könnt stolz auf euch sein. Über die neuen Kampfdaten bin ich hocherfreut. Was hast du vor? Ihn zum Schweigen zu bringen. Okay. Als Ausgleich für eure Anstrengungen habe ich etwas ganz Besonderes vorbereitet. Okay. Das war es also, was wir gehört haben? Ist nicht wahr, oder? Darf ich vorstellen? Eure letzte Prüfung. Zeigt mir eure hervorragenden Kampffähigkeiten, indem ich... Okay, gibt's. War es aber nicht so, dass man mal von hinten bei dem Viecher... Bin mal so klein. Das war zumindest bei den vorherigen so, ne? Physische Attacken von hinten erweisen sich bei ihm als nutzlos. Füge ihm eine bestimmte Menge Schaden zu, während er drangsalieren hat, das um ihn schockern für dich zu machen. Ach so. Naja, ich sehe schon. Und tschüss! Ja, was ab, Freunde. Neuer Plan. An die Arbeit. Erstattet! Mist! Was? Dann los! Arbeiten wir im Team. Ziemlich hart. Okay, warte mal. Zack! Ja. Übernimm du. Überlass das mir. Doch. Ich zähle auf dich. Ich leg los. Ich dann auch. Und los. Geh mir nicht auf den Sack. Hau ab. Ich mach das. Genau so! Ich darf jetzt verlieren! Jetzt liegt es an da dir. Da stehen wir durch. Das war's dann. Kannst du das machen? Bin ich jetzt drin? Kurz und schmerzlos! Flieh! Los geht's! Der ist für dich! Tut mir leid. Mach du mal einen Sack! Los! Ja. Nimm das! Ja! Neuer Plan. An die Arbeit. Okay. Ja. Schlag. Viel Erfolg. Komm schon. Hier. Ja.
Was? So wird das nichts. Genug. Geht doch. Also doch keine Geister, was? Nein, das war ein Ungeheuer. Vermutlich von Hojo höchstpersönlich geschaffen. Aber warum dieses Singen? Einige der weiterentwickelten Spezies sind zu Empfindungen fähig. Oh, okay. Vielleicht war der Gesang eine Art Wehklagen über das, was Hojo hier verbrochen hat. Über seine Grausamkeiten. Fühlende Ungeheuer, schon klar. Warum denn nicht? Ich weiß, dass man alles Leben wertschätzen sollte, aber irgendwo gibt es auch Grenzen. Wir sind fertig hier. Das ist die Belohnung fürs Aufräumen. Ich gehe schon mal. Hey, der Kampfsimulator des Marco-Forschungslabors in der Shinra-Villa wurde durch die Hojo-KI aktualisiert. Neue Herausforderungen können nun über Terminal abgerufen werden, brauche ich aber nicht. Ist Tifa da nochmal umgekippt? Oh nein. Es gibt hier nochmal eine Nebenstory. Wir können es uns ja mal angucken einmal. Aber generell müsste ich doch jetzt fertig sein, ne? Ja. Nicht dann. Echt, wir sind so weit unten. Krass. Trägt schwarz die Eris. Das Eva? Nee. Okay. Ist ja auch egal. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was es da denn gibt. Materia, Ohrring, Zerstörung, Elixier, Turboether, Stern. Sternsplitter würde ich mitnehmen gerne. Bleiben wir wie immer bei unserer Standardvariante. Finis. Los. Das war's. Jetzt. Sicher, sicher. Sehr gut. Ja, verdammt! Was? Kommt nicht wieder vor. Das sollte reichen. Ziemlich schwach. Stirb. Ich würde doch nie sagen, Venus! Verzieh dich! Das war's! Wieso leben denn bitte schon noch die Kockentose? Übernimm du. Ich los. Na? Los. Ja. 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 Bin ich jetzt drin? Entschuldige, es muss sein. Arbeiten wir im Team. Lass mich mal. Das war's dann. Bring es hier nicht weiter. Der Feind ist geschwächt. Schluss jetzt. War jetzt nicht so schwer. Ich könnte gleich noch mal.
konträren Eigenschaften fusioniert wurden. Aha. Naja, komm. Machen wir auch mal noch Red. Eva. Ich hoffe nämlich, dass Red auch Engel hatte. Oh nein, oh nein. Blitz und dann... Ach, da sind die Viecher. Nicht übertreiben. Kann es losgehen? Es geht los. Ja. Nachschlagen. Ist das alles? Und nimm das. Sehr schön. Jetzt nachsetzen. Zurück. Ja. Nachschlagen. Zack. Ja. Tja, euch muss doch Feuer, oder? Zieh dich zurück. Und tschüss. Übernimm du. Dein Job! Viel Erfolg! Ich regle das! Es wird gut! Nimm das! Und los! Hier komm ich! Was zur Hölle? Jetzt liegt es an mir! Damit hatte ich echt nicht gerechnet. Jetzt liegt es an dir. Überlass das mir. Nimm das. Nachschlag. Zack. Na? Viel Erfolg. Jetzt erst recht. Volle Kraft. Ist unsere Chance. Jetzt wird abgerechnet. Na? Meine Fresse. War jetzt ein bisschen knapp, oder? So darf's weitergehen. Es sieht mir so aus, als ob ich einfach jetzt alle Gegner nochmal, die ich vorher besiegt habe, nochmal besiegen muss. Also macht eigentlich gerade gar keinen Sinn für mich. Ich hätte erhofft, dass ich andere und stärkere Gegner vielleicht noch erwische. Aber wir gucken einfach mal. Mhm. Zwei Judikatoren. Oh. Dann übernimm. Zieh dich zurück. Nimm das! Sehr gut. Auf nicht geht's. Übertreiben. Überlass das mir. Na, zack. Da. Ha. Und zack. Na. Entscheidend ist Donnerwetter. Ja. Ja. Schlag. Die Chance. Ja. Geht doch. Immer weiter. Oh, das mach ich. Auf geht's. Ah, er hatte doch Engel. Gut. Du bist dran. Ich übernehme. Dick, viel Spaß. Ja. Nachschlag. Übernimm du. An die Arbeit. Viel Erfolg! Feuer! Verbrenne! Los geht's! Oh, beide... Fall auf die Mütze! Kannst zieh dich zurück! Nimm das! Alles geht, mach was draus! Jetzt geht's um alles!
erledigt. Jetzt! Das wird wehtun! Ich bin dran. Nimm das. Genau. Ging auch ziemlich schnell. Weiter geht's. So, letzte. Bleiben wir mal gerade bei der Konstellation. Oh, so ein Vieh. Man kann hier. Weiß nur nicht mehr gerade, was ich da drauf machen müsste. Auf Nummer sich. Ach, heißt. Au. Überlass das mir. Viel Erfolg. Super. Für das Spiel. Und los. Friss das. Angriff. Ich kann übernehmen. Sollte auch noch einen Schock herbeiführen. Upsi, wollt ihr hier sehen? Okay, das war's! Tada! Alle abgeschlossen, super! Ist da gibt's noch ein Geheimlabor? Oh, ne Wasser. Zum Glück habe ich das Ding doch gemacht schon. Magischer Ring, okay. Und welche Waffe ist es? Für Aris. Oh. TP Maximum nehmen wir mit. Dann, was haben wir denn? Aha.
Was können wir denn da noch mit reinhauen? Stärke und Magie tauschen, ja. Wäre nicht so schön. Ja, ja, Gegenstandseffekte vielleicht ein bisschen besser. Das wäre nicht schlecht. Können wir mitnehmen. So, das heißt, das haben wir abgeschlossen. Dann können wir mal kurz noch ins Dorf. Und dann sind wir nur noch mit der Coral-Region beschäftigt. Na, das ist auch geil. Sehr schön. Wo ist Nibelheim? Hier haben wir Nibelheim. Nibelheim steht unter Militär. Oh, hallo. Ziemlich deprimiert. Ich passe hier auf, dass niemand von den Schwarzkutten das Dorf verlässt. Von Shinra? Ich möchte auf jeden Fall gerne noch Bescheid geben, was passiert ist. Die Villa ist gestummt. Dann hat der Verwalter wohl endlich was unternommen. Ah, ihr seid's. Ich hab schon davon gehört. Das war gar keine Frau in der Villa, sondern ein Ungeheuer, richtig? Richtig. Natürlich bin ich erleichtert, aber auch ein bisschen enttäuscht. Was? Ehrlich gesagt, finde ich Geistergeschichten nämlich ziemlich spannend. Plepto. Falscher Knopf. Aber warte mal, jetzt kann ich noch mal gucken. Waffenpunkte klaut. Hm. 315 von 330, okay. Hier könnten wir verbessern, ne? Ja, Zauberfibel. Oh. Hm? Was genau war? Tut mir leid, aber ich habe zu tun. Das ist also das Nibelgebirge. Es... Ich will nicht mitmachen. Dieses Dorf bringen sie Schwarzkutten aus dem ganzen Land. 30 Waffenpunkte, yay. Codex Stufe 9. Oh ja. Was haben wir denn hier? Was ist das eigentlich? Da muss ich erst da durch, okay. Dann da. Hm. Sind pro Fertigkeiten 5%? So, Eris. Nee, das war der falsche Mist. Dum, 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 dum. Oh, Katzies und... Hmm.
Mehr Glück, her damit. Was willst du machen bei einer Marco-Vergiftung? Da müssen wir durch, bis man uns hier abzieht. Egal, ich gehe mal kurz ins Hotel hier pennen. Da. Willkommen. Angenehme Reise. So, das heißt jetzt, bevor es ins nächste Gebiet geht, einmal zwischenspeichern. Ich frage mich echt, wie man dann die ganzen Waffenfertigkeiten da und die Punkte kriegen soll. Also das ist ja... Nee. Ja, was haben wir denn da noch? Ach ja, das sind die anderen Nebenaufgaben, genau. Gesperrter Badebereich, der Eingang. Was ich auch noch machen müsste, wäre... Fitnessstudio, hä? War doch hier. Ich würde mal einfach nochmal das Fitnessstudio gerne probieren. Dann gucken wir mal den gesperrten Eingangsbereich. Ja, ja, ich weiß, dass ich dich noch besiegen muss. Würde mich ja gern mal mit so. Du bist Profi. Na gut. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das ging. Na los, dann zeig mal, was du kannst! Muss ich auch wahrscheinlich auch außerhalb der Aufnahmesession machen. Das denn? Muskelkater ist dir wohl ein Fremdwort. Kann mich gar nicht satt sehen. So muss es sein. Das stellt alles in den Schatten. Hey, ich hab doch. Was ist denn für ein Quatsch? Ihr seid beide unglaublich. Diese Energie. Einfach perfekt! Herrlich! Wie der Schweiß glitzert! Was ich da. Ich muss. Hä? Das verstehe ich irgendwie nicht. Ich muss doch da dann ganz schnell drücken, oder? Perfekt! Das ist ja nicht zur Zeit, ich drücke so. Muss ich da dann gedrückt halten? Soll ich das neu machen? Warte mal, genau. Gibt's ja nochmal eine Anleitung. Gegen mich stinkst du ab! Wahrscheinlich. Geballte Muskelpower! Falscher Knopf. Hinreißend! Der Wahnsinn! Muskelkater ist dir wohl ein Fremdwort. Ach, jetzt weiß ich wieder, wie das ging. Ganz vorsichtig drücken, ne? Also der nochmal traumhaft! Wenn's soweit ist. So muss es sein. Das stellt alles in den Schatten. Perfekt. Okay, es war auf jeden Fall vorsichtig drücken. Na los, dann zeig mal, was du kannst. Nee. Der Meistergürtel war eigentlich ziemlich gut für Tifa. Jetzt geht's andersrum auch noch. Einfach perfekt! Kann mich gar nicht satt sehen. Diese Energie! Okay, dann darfst du auch nicht warten. Das ist so doof. So muss es sein! Ihr seid beide unglaublich! Das stellt alles in den Schatten! Der Wahnsinn! Hinreißend! Ruhig bleiben! Ah, doppelt das gleiche gedrückt, okay. Also wenn ich es nicht einmal verkackt hätte. Gut. Jetzt weiß ich, wie es ging. Gegen mich stinkst du ab! Einmal. Und ansonsten nochmal die Nebenquests angucken. Zumindest das beim Strand.
Geht wieder so rum. Geballte Muskelpower. So muss es sein. Traumhaft. Hau ordentlich rein. Einfach perfekt. Oh, Jack, noch willst du schon aufgeben? Also darfst eigentlich keinen Fehler machen. Muskelkater ist dir wohl ein... Zweimal Fehler gemacht, kann ich schon knicken. Na los, ich hasse es. Dann zeig mal, was du kannst. Glaub mir, ich hab noch nie ein Training. So muss es sein. Kann mich gar nicht satt sehen. Diese Energie. Der Wahnsinn. Geballte Muskelpower. Ihr seid beide unglaublich. So muss es sein. Zu zeitig gedrückt, ich hasse es. So, letzter Versuch. Gegen mich stinkst du letzter ab! Versuch, ich hasse es. Da. Komm schon! Was ist jetzt, hä? Ich bin gegen L2 gekommen, offenbar. Zeitig. Das stellt alles in den Schatten. Perfekt! Wir brechen ab. Ich mach das außerhalb der Aufnahmesession. Das ist jetzt mir, das geht sonst zu lang, weil wenn da wirklich so eine kleine Fehler sich einschleichen, ist doof. Ja, komm. So, hier lauf hin bitte. Wohl, ich mach's mal so, Freunde. Ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Final Fantasy VII Rebirth hier auf meinem Kanal. Ja, die Folge ist mal wieder ein bisschen kürzer geworden, aber dafür dann in der nächsten Folge einfach mehr Action durch die anderen Ungeheuer und wahrscheinlich Blut der Königin. Da wird ja auch einiges abgehen hier. Mal schauen, was da so auf uns zukommen wird. Und vielleicht werde ich ja noch angerufen wegen der Protosubstanz. Genau, fällt mir gerade ein. Also, von daher sage ich noch ciao, ciao und bis dahin.